Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Aquarell für Fortgeschrittene mit dem Thema Landschaftsmalerei. Mein Name ist Jenny Thalheim und ich bin gelernte Porzellanmalerin, Expertin für gegenständliche Aquarellmalerei und außerdem eure Begleiterin durch diesen Kurs. Zunächst ein paar Worte zum Ablauf unseres Online-Kurses für diejenigen unter euch, die nicht am Einsteigerkurs teilgenommen haben. Ihr erhaltet einen Zugang zur VHS-Cloud. Ein Mitarbeiter von der VHS wird euch dann eine E-Mail zukommen lassen. Und in der VHS findet ihr dann alle Lehrmaterialien und auch angefangen mit diesem Kursplan, den ich euch hier jetzt vorstelle, Arbeitsblätter, die ihr als Gedächtnisstütze verwenden könnt und auch die Links zu allen Anleitungsvideos, die ich euch sukzessive Woche für Woche bereitstellen werde. Für euch ist natürlich dabei der Vorteil, ihr könnt euch frei einteilen, wann ihr euch die Videos anschaut und die Übungen durchführt. Ihr könnt die Videos natürlich auch pausieren und mal genau hinschauen oder auch nochmal ansehen, so oft ihr wollt. Von den Ergebnissen eurer Übungen macht ihr mir dann ein Foto und das ihr mir sendet. Ich gucke mir das dann an und gebe euch in einem Video dann für euch individuelles Feedback genau zu eurem Bild. Außerdem wird es einmal pro Woche einen Chattermin für alle geben. Da könnt ihr mir Fragen zu den Unterrichtseinheiten und auch zu den Übungen stellen und euch natürlich auch mit den anderen Teilnehmern austauschen. So, und nun schauen wir uns mal den Kursplan an. Zunächst mal zu den Materialien, die ihr euch natürlich am besten schon besorgt, bevor wir mit dem Kurs starten. Dazu gibt es eine gesonderte Materialliste, die ihr auch geschickt bekommt. Und die findet ihr ansonsten dann auch in der Cloud, sobald ihr euch da eingeloggt habt. Ihr könnt euch natürlich auch einfach die anderen Videos hier in der Playlist anschauen. Teilweise sind die Materialien die gleichen, die wir auch im Grundkurs verwendet haben. Na, deshalb sind auch die Videos da die gleichen. Und ansonsten, was ihr ergänzend noch benötigt, zum Beispiel, wenn ihr Lust habt, Plein-Air-Malerei zu betreiben, dafür gibt es ein gesondertes Video. Und ansonsten, wie gesagt, findet ihr alles Wichtige in der Materialliste. Unsere erste Kurswoche dreht sich zum einen um die Aquarell-Basics. Das heißt, wir malen erstmal ein paar kleine Landschaftsskizzen, anhand derer wir die grundlegenden Aquarelltechnik nochmal durchspielen. Ja, wie eben die Basistechniken, wie erzeugt man Weiß im Aquarell und auch was gibt es so für experimentelle Techniken. Außerdem erläutere ich euch noch die schönen Seiten und auch die Herausforderungen der Plein-Air-Malerei im Vergleich zu den Vor- und Nachteilen des Malens nach Fotovorlagen. Außerdem sprechen wir noch darüber, wie ihr in der Weite des Landschafts ein gutes Motiv erkennt. In der zweiten Woche schauen wir uns das wichtigste Prinzip der Landschaftsmalerei an. Die Vereinfachung von Form und von Tonwert. Um uns den Anfang etwas leichter zu machen, schauen wir uns zunächst mal an, wie die großen Meister ihres Fachs vorgegangen sind und fertigen eine Master-Study in Tonwerten an. Wir fangen dabei mit einer kleinen Thumbnail-Skizze an, erstmal mit Bleistift und machen dann quasi in Aquarellfarbe auch erstmal eine Tonwertskizze. Die Bilder von den gestandenen Landschaftskünstlern, die werden uns auch den ganzen Kurs über begleiten. Ne? Und in jeder Lektion, dann reden wir über mindestens ein gelungenes Werk und analysieren, warum es denn so gelungen ist. Dann machen wir auch noch eine Tonwertübung nach einem Foto und schauen uns des Weiteren noch an, wie man zum Beispiel Bäume vereinfacht. In der dritten Woche geht es dann ganz ums Thema Komposition. Ich erkläre euch, wie ihr vom reinen Abmalen zum Design der Landschaft kommt, welche Prinzipien des Bildaufbaus zu beachten sind und nach welchen Gesichtspunkten ihr euer Format auswählt. Außerdem schauen wir uns da die genauen Schritte der Planung und auch der Umsetzung an und ihr bekommt am Ende noch eine Checkliste, die euch beim Aufbau einer guten Komposition helfen soll. Natürlich führen wir auch in dieser Woche ganz viele Übungen durch, in der wir das Gelernte anwenden. Die Perspektive gehört zwar auch mit zur Komposition, aber wir widmen dem ganzen Thema eine eigene Woche, damit wir auch genügend Zeit haben, dass wir gerade in diesem sehr, sehr komplexen Bereich auch genügend Übungen machen können. Wir malen ein architektonisches Motiv, anhand dessen wir uns die Linearperspektive näher betrachten und wir schauen mit der Luftperspektive und ein Bild in die Weite. Außerdem beleuchten wir noch, welche Hilfsmittel uns darüber hinaus zur Verfügung stehen, um den Betrachter davon zu überzeugen, dass er nicht nur ein zweidimensionales Blatt Papier vor sich hat, sondern durch ein Fenster wirklich in kilometerweite Ferne schaut. Die fünfte Woche ist ganz der Farbe gewidmet. Wir beschäftigen uns da damit, welchen Einfluss die einzelnen Farbeigenschaften auf unsere Bildgestaltung haben und wie wir mittels gezielten Einsatz von Kontrasten und Farbharmonien unser Bild lebendig werden lassen und dem Betrachter dabei auch die Schönheit nahebringen, die wir in unserem Motiv erkannt haben. Außerdem gibt es einen kleinen Exkurs zum Thema Grün und den Herausforderungen, die damit verbunden sind, weil es ja beim Landschaftsmalen halt so viel davon gibt. Und ihr erhaltet auch wieder eine Checkliste, die euch dabei helfen soll, das komplexe Farbthema in jedem Bild, was ihr malen möchtet, gut beziehen zu können.
Und last but not least kommen wir zu dem Thema, was mich an der Landschaftsmalerei am meisten reizt. Wie man ein möglichst realistisches Licht mit Hilfe von einfachen und eben von sich aus nicht leuchtenden Pigmenten erzeugen kann. Wir untersuchen, mit welchen Mitteln wir eine bestimmte Atmosphärenbild erzeugen können. Und ich erkläre euch auch, wie ihr es schafft, dass ein Objekt über Licht und Schatten hinweg trotzdem als ein Objekt erscheint. Außerdem malen wir Landschaften bei Sonnenlicht, im wolkenverhangenen Tag und auch einmal bei Nacht. Wie ihr seht, haben wir da ein schönes, vollbepacktes Programm für die 6 Wochen. Ich stelle euch den Kursplan auch als Übersicht noch in die Cloud, da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Ich freue mich auf euch und ich bin echt gespannt drauf, welche interessanten Orte wir zusammen mit Pinsel und Farbe besuchen werden. Bis dann, bleibt schön gesund!